Ich hab ein Konzept, aber ich werde es auch wie immer über den Haufen hauen. Also ich hoffe, ihr habt einfach Lust drauf loszuquatschen. Also die Idee ist tatsächlich einfach ein bisschen zu quatschen. Am Ende schneiden wir was draus und schauen, ob es unterhaltend ist für die Leute. Und wenn es das nicht ist, dann haben wir Ja. zumindest irgendwie ein lustiges Gespräch gehabt. Ich bin Basti von Siegpunkt und heute bei mir, man sieht es auch in ihrem Abbinder, Alex und Tobi von den Board Game Pirates. Grüß euch, dass ihr so spontan Bock habt, auch auf dieses Experiment. Wir reden nämlich einfach los und schauen, wo wir nach 10 Minuten gelandet sind. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und dass wir hier heute mal so zusammenkommen auf unseren beiden noch sehr jungen YouTube- und Instagram-Kanälen. Ja. Wir sind echt gespannt, was hier so alles passiert. Ja, also ich auch, so wie es halt immer ist. Man schreibt sich ein bisschen auf Instagram, liked die Sachen, die die anderen machen und stellt irgendwann fest, warum machen wir nicht mal was zusammen? Und ganz ehrlich, genau. Deswegen, gerade die Liebe zum Spielen, das ist so meine Lieblingsfrage eigentlich, weil jetzt seid ihr schon zu zweit hier. Das heißt, ihr teilt euch die Liebe zum Spielen. Wie hat das angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, es kommt aus völlig unterschiedlicher Natur, sagen wir mal, eigentlich schon bevor wir uns kennengelernt haben. Ich habe einen Freundeskreis, mit dem wir eh schon uns regelmäßig aus ganz Deutschland irgendwie mal zusammentreffen und uns dann wirklich 3, 4 Tage irgendwo einbarrikadieren. Und ja, zum Beispiel haben wir uns mal im Sommer eine Hütte im Wald gemietet, für ein paar Tage, wo wir uns dann einfach eingekerkert haben und dann Spiele gespielt haben, Dies sind zwei bis in die Nacht hinein. Ja, nachdem wir uns dann irgendwann kennengelernt haben, ist es dann so gewesen, dass wir eigentlich mit Krimi-Dinner spielen begonnen haben. Cool. Also das war bei mir eigentlich auch vorher, bevor wir dann gemeinsam das Hobby angegangen sind, war ich hauptsächlich so in dem Krimi-Bereich. Also Escape Rooms auch viel gemacht und dann zu Hause eben die Exit-Spiele und auch Krimi-Dinner veranstaltet. Das war eher so das, was ich gemacht habe und hin und wieder auch andere Brettspiele und dann mit Tobi und seinem Freundeskreis dann eben viel mehr Brettspiele und alle möglichen Detective auch, war auch eines der Cool. ersten Spiele, was wir dann gemeinsam in der Gruppe gespielt haben. Okay, und ab dem Zeitpunkt spielt ihr quasi nur noch zusammen oder habt ihr auch Runden, wo ihr nicht zusammen spielt? Wie kann man sich das so vorstellen? Oder streitet Ja. ihr euch? Gibt es da Krach, wenn ihr spielt? Oder? Das manchmal ja. Also wir spielen fast immer zusammen, nicht immer zu zweit, auch manchmal in Runden, aber zusammen. Aber ja, das kommt auch vor, dass wir uns mal streiten, gerade bei 2 Spielerspielen. Ich sag nur Hashtag Villainous. Oh Ja, ja. das ist so eins meiner Hassspiele, wenn man das so sagen darf. Es gibt echt gute Spiele, aber wenn du zu zweit was spielen willst und du willst dich nicht hinterher in die Haare kriegen, dann spiel nicht Villainous. Okay. Und wie kann ich es mir vorstellen? Also, ihr seid ja aktiv auf Instagram natürlich unterwegs, jetzt gerade auch bei YouTube. Ich sage jetzt mal, vielleicht sagt euch das hier irgendwas. Ja, ich habe es Ja, mir extra hingestellt. das Ich werde es auch rein verlinken, weil die Art, wie ihr Videos macht, ich glaube, die muss man sich schon mal angucken. Also, das ist natürlich sensationell. Ich könnte das Intro, glaube ich, rauf und runter gucken. Ähnlich wie das Intro von Sushi Go. Wie ist da eure Arbeitsteilung? Macht Alex mehr den Instagram-Part? Bist du dann mehr der Kreative für die Videos oder wie teilt ihr euch auf? Also ich würde sagen, generell bin ich der kreative Teil, klingt jetzt blöd, du bist schon auch kreativ, aber ich bin eher die, die vorschlägt, lass mal dieses Spiel machen und lass mal dieses Intro machen, also diese Real-Life-Idee beispielsweise, das kam von mir. Aber Tobi ist da technisch super begabt, also er macht das alles in Final Cut, von der Farbkorrektur bis zu allen Special Effects, das ist auf jeden Fall Tobis Part. Und auch bei Instagram ist es gleich. Da habe ich oft die Idee, beispielsweise jetzt unser 500er-Post, habe ich gesagt, lass uns doch mal Buchstaben aus den einzelnen Spielen rausnehmen, das irgendwie zusammen machen, cooler Pirateneffekt. Und Tobi setzt das dann um. So machen wir das gemeinsam. Ja, wir haben noch das Taco Katze Ziegekäse Pizza Video. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil das Gewinnspiel noch bis zum 14.02. läuft. Und wer da bei uns beim YouTube-Channel mal vorbeischaut, der kann auf jeden Fall das Spiel absahnen. Oder eure Katze. Wahrscheinlich ist auch der Lockdown so das Thema, wo man sagt, man muss ja auch irgendwo hin mit seiner Zeit. Oder wie geht's euch? Ich meine, zu zweit spielen geht sicher, aber habt ihr sonst irgendwie Runden oder hebt ihr euch alle Spiele noch auf, bis es dann wieder losgeht? Also wir haben, man darf ja jetzt nur mal eine Person treffen und wir haben tatsächlich eine Freundin, die hat uns auch beim Taco-Käse-Video unterstützt und die kommt hin und wieder mal vorbei und dann spielen wir zu dritt.
Ansonsten nur zu zweit oder online natürlich. Und das ist natürlich auch cool, weil man mit Freunden von überall spielen kann. Und ich habe auch einen Freundeskreis in Österreich, die man so sehr selten sieht. Und eigentlich seit Corona spielen wir mindestens jedes zweite Wochenende zusammen online. Und das macht auch richtig Spaß auf Tabletop-Simulator, Tabletopia, Boardgame Arena. Das ist auch richtig gut. Was wäre da so gerade euer Spieletipp? So, was ist das, was ihr gerade am meisten spielt? Womit kriegt man euch immer? Was ich da kennengelernt habe bei Tabletopia, das war auf jeden Fall Tortuga 1667. Okay. Ja, das ein macht Piratenspiel. Eine Runde ab. 4, 5 Leuten ist das echt super cool. Und was wir zuletzt auch gesehen haben, was wirklich sehr cool zum Einsteigen oder zum Überlegen ist, ob man sich's kaufen will, zum Beispiel The Crew. Kann man auch bei Tabletopia kostenlos spielen, bis zu Level 10. Und andersherum, kleiner Tipp, wenn man das Spiel zu Hause hat, kann man halt auch jedes Level spielen, wenn man die Anleitung zu Hause hat. Ne, dann kann man einfach vorlesen und dann kann man auch mit seinen Freunden remote weiterspielen, weil wir waren jetzt mit unseren Freunden zum Beispiel irgendwie schon bei Level 22 und dann kam der Lockdown und dann war nichts mehr mit Spielen und dann haben wir es halt online fortgeführt. Was kann man als nächstes von euch erwarten? Also gibt es mal auch andere Formate? Habt ihr auch mal Lust, keine Ahnung, was live zu streamen? Was kommt als nächstes? Ja, wir haben eigentlich noch einiges vor. Spielevorstellungen waren ja jetzt das erste. Und als nächstes wollen wir auch ein bisschen softere Formate, ein bisschen kürzere Videos, wo wir Brettspiel-News beispielsweise berichten. Was gibt es für neue Spiele? Offline und online ist jetzt geplant, dass wir eben neue Online-Spiele aus 2021 vorstellen beispielsweise. Und neue Kickstarter-Spiele wäre dann ein Video, was danach vielleicht nochmal folgt. Das sind also ja viele unterschiedliche Formate in Planung, also einfach dranbleiben, da kommt in den nächsten Wochen. Eure Kanäle werden auf jeden Fall eingeblendet und hoffentlich auch gleich abonniert. Also nichts verpassen, Alex und Tobi, die Boardgame Pirates, ganz frisch eigentlich bei YouTube, bei Instagram schon ein bisschen länger, am besten beiden Kanälen folgen. Vielen Dank an alle unsere Freunde und Follower, die uns jetzt schon verfolgen. Und wir hoffen, dass ihr noch viel mehr von uns sehen werdet. Ich kann nur sagen, es hat richtig Laune gemacht. Es war ein Fest. Also richtig cool. Ja, vielen Dank, dass du uns gefragt hast. Haben uns sehr gefreut. Wir fühlen uns geehrt, muss man sagen. Auf jeden Fall. Nach so kurzer Zeit. So, jetzt sind wir ganz woanders abgedriftet, wollte ich gar nicht. Aber das Video ist eh längst aus. Wir sind ja schon im Aftershow-Dingsbums. Das Ende war ja schon. Jetzt habe ich überhaupt nicht gesagt, dass man den Kanal abonnieren muss. Muss man aber auch nicht. Also mein. Cool. Alex, Tobi. Also, cool. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao.